Erfrischt euch und wir nutzen die Pause kurz, um eine kleine Siegerehrung vorzunehmen. Ich darf mal den Klaus Schuhmacher hierher bitten. Wo ist er denn? Wir haben ja während des Festes seit... Hier bist du. Super. Wir haben ja während des Festes eine sportliche Aktivität hier im hinteren Bereich gehabt. Vom Verein Mensch mach mit, ein sogenanntes Menschenkicker-Turnier. Bestimmt haben das viele von euch schon heute mal gesehen und beobachtet. Ja, und dabei spielen 9 Mannschaften gegeneinander. Klaus, du kannst bestimmt ein bisschen was zu den Mannschaften sagen und wie das Turnier lief heute bei den sommerlichen Temperaturen. Ja, vielen Dank, Uli. Ja, herzlich willkommen. Klaus Schuhmacher mein Name, ich bin Vorstandsmitglied beim Verein Mensch mach mit hier in Friedberg. Wir bemühen uns um Inklusion und Vielfalt, deswegen passt das auch so wunderbar hier zum internationalen Spielerfest. Und wir sind immer sehr froh, Teil dieses Events sein zu können. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja, wir hatten heute ein sehr, sehr spannendes Turnier. Wir hatten 9 Teams vor Ort, hier unten, wo die 2 Kickeranlagen stehen. War hart umkämpft und ich muss sagen, dieses Jahr ausgesprochen ausgeglichen. Also es gab keinen so ganz eindeutigen Sieger oder Favoriten oder wo man sagt, oh ja, die hängen sie ja alle ab. Nein, es war wirklich sehr ausgeglichen, hart umkämpft und war dann umso spannender. Ich kann mal kurz vorlesen, wer alles dabei war. Und zwar die Antifabi zum Beispiel war mit einem Team dabei. Teilweise auch ein bisschen verstärkt von anderen. Genau, ruhig mal einen Applaus für Antifabi, immer wieder toll. Sind auch Wiederholungstäter. Dann hatten wir die Kickerenten. Ihr müsst jetzt mal vom Schwimmen. Und das ging den ganzen Tag so. Ihr seid, Moment, das ist der Schwimmclub Bad Nauheim. Dann hatten wir eine Privatinitiative der Wilde Haufen. Da ist auch ein Vorstandsmitglied. Unser Finanzbart ist da auch mit dabei, der das organisiert, der Wilde Haufen. Dann hatten wir die Cobras. Vielen bekannt, auch aus dem Kaktus. Und die fliegenden Buntis von der Lebenshilfe Wetterau hatten wir auch dabei oder auch von anderen Lebenshilfeeinrichtungen. Der Hospitalgassen FC. Ihr wolltet euch irgendwie ursprünglich mal anders nennen, irgendwie FC Knickebeine oder so ähnlich, aber Hospitalgassen FC wurde euch auf jeden Fall gerecht. Das Team natürlich von Mensch macht mit, das darf natürlich nicht fehlen. Dann hatten wir von einem Lauftreff hier aus der Wetterau ein Team dabei, die Winning Vibes. Stehen da hinten, glaube ich, irgendwo, genau, oder schon im Schatten. Und das größte Team, das größte Team, das also von der Anzahl her hier mit dabei war, auch schon zum zweiten Mal, was mich auch riesig gefreut hat, von der Erstaufnahmeeinrichtung hier in Friedberg, das One World Team Friedberg. Ihr merkt, es war auch das stimmgewaltigste Team. So, jede... Das sind alle Mannschaften. Das waren Klaus, alle Mannschaften. An dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz. Wir haben dieses Turnier ja die ganzen letzten Jahre schon hier dabei gehabt mit euch. Und wie wird man denn ein Team? Also ich gehe davon aus, dass wir auch die nächsten Jahre dieses Turnier wieder stattfinden lassen. Und vielleicht ein paar Worte dazu für Interessierte, die sich auch mal dafür anmelden wollen. Meldet euch einfach per E-Mail. E-Mail findet ihr auf unserer Website unter www.mensch-mach-mit.de. Bei uns unten am Stand gibt es auch noch Flyer, da könnt ihr gerne was mitnehmen. Findet ihr aber auch im Netz. Gebt Mensch mach mit ein über irgendeine Suchmaschine, da findet ihr uns. Und schreibt eine E-Mail, meldet euch an beim nächsten internationalen Spielefest. Sind wir wieder dabei. Und weiß nicht, ob ihr schon einen Termin habt? Noch nicht, aber es wird vor oder nach den Sommerferien. ich glaube, viel größer ist die Auswahl dann auch nicht. Genau, also es können Privatinitiativen sein, es können Vereine sein, es können Nachbarschaften sein. Ja, gibt da keine Begrenzung. Man muss mindestens, glaube ich, 1,20 Meter, 30 groß sein. Ja, ja. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, die ganze Zeit die Arme hochzuhalten an der Stange. Ja. Hängt man dann so da. Aber
grundsätzlich geht alles. Es müssen mindestens 5 sein, ja, damit alle Positionen besetzt sind. Und dann könnt ihr gerne dabei sein, mitmachen. Wir freuen uns über jede Ergänzung, Erweiterung. Und ja, wenn wir mehr Teams haben, dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht noch einen dritten Kicker dahinstellen. Ja? Warum nicht? Kriegen wir auch. So, jetzt wird's spannend. Also es gibt ja keinen Verlierer bei uns, weil alle hatten einfach riesen Spaß. Und das war Sinn und Zweck dieser Übung, miteinander gemeinsam Spaß zu haben. Deswegen auch der Menschenkicker, wo man sich weitestgehend nicht ins Gehege kommt. Manchmal gibt es so ein paar Ausläufer so nach hinten, ja, da wird ein bisschen gehakelt oder so. Aber mein Gott, so ein bisschen kuscheliger Körperkontakt ist ja auch immer ganz nett. Lernt man sich auch manchmal näher kennen, ist fein. So, wir haben jetzt drei Preise ausgelobt, und zwar für die 3 stärksten Mannschaften, und es gibt noch einen Sonderpreis. Da komme ich dann gleich dazu. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem dritten Preis an, damit ich nicht so lange hier labere und die Band dann wieder spielen kann und tolle Musik macht. Den dritten Platz darf ich auf die Bühne bitten. Trommelwirbel. Die Cobras! Kommt zu mir, ihr Lieben. Jalla Ola Welle! Ich muss das mal zur Seite legen. Ach, sonst fällt's drücken so schwer. Josh, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Einen nach unten. Von allen Seiten. Leo. Fabi Matatz. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, beim ersten Mal dabei und schon den dritten Platz geholt. Die Cobras. Wer will? Ladies first. So, dann kommen wir direkt zum zweiten Platz. Und zwar auch ein, auch oft gesehene Gäste in einer der schönsten Kneipen Friedbergs im Kaktus. Die Hospitalgassen, der Hospitalgassen FC. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Auch zum ersten Mal dabei. Das ist der Wahnsinn hier. Die Newcomer haben wir hier ganz schön abgeräumt. So, wer mag, wer kriegt? Wer ist der Initiator? Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Sehr, sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht mit euch. Ihr wart echt ein mega cooles Team. Und nochmal riesen Applaus, Hospitalgassen FC, für den Platz 2. So, und jetzt kommt natürlich die beliebteste Scheibe von allen. Wer hat die meisten Punkte heute beim Turnier geholt? Und das sind keine Newcomer, die waren schon öfter dabei. Und sie holen jetzt mit diesem Pokal zum dritten Mal die erste Platzscheibe. Der wilde Haufe! Nochmal riesen Applaus an unsere 3 Erstplatzierten. So, und ich habe ja schon den Sonderpreis erwähnt. Und wir haben wirklich, es war keine einfache Entscheidung. Wir haben zwischen 2 tollen Teams geschwankt. Überzeugt für den Sonderpreis, für das bunteste Team, hat uns letztendlich tatsächlich eines. Unsere Kickerenten! Unsere Kickerenten! Bitteschön! So, ganz lieben Dank.